Und was ist, wenn dein Sohn schon längst weiß, dass er ein Adoptivkind ist? Meinst du nicht, dass er ein Recht hat, zu erfahren, wer seine leiblichen Eltern sind? Aber dann hätte er mich doch gesucht. Ja, wie denn? Wo denn, wenn er nichts weiß? Elisabeth, du hast einen Sohn. Ich weiß. Miriam, ich, Hey, sag nichts. Du sagst mir jetzt die Wahrheit. Bin ich der Vater? Ich kann das nicht. Laura, schau mich an. Es ist also so, das ist mein Kind. From the first ray in the morning to the last kiss in the night. Just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Du wolltest mir dieses Kind verschweigen? Ich habe mir nicht anders zu helfen gewusst. Laura, vertraust du mir nicht mehr? Ich hatte Angst vor deiner Reaktion. Ich hatte Angst, dass du dich zwischen Gregor und mich drängen willst. Ach so, du hättest mich also weiter belogen, mein ganzes Leben lang. Glaubst du, mir wäre das leicht gefallen? Nein, ich dachte, es ist die beste Lösung für uns alle. Ja, für dich vielleicht, aber doch nicht für mich. Ich habe ein Recht, es zu erfahren. Versteh doch bitte, ich will Gregor nicht verlieren. Ich war schon so froh, dass er mir diesen Seitensprung verziehen hat. Das hat doch nichts damit zu tun, dass du mir mein Kind verheimlichst, Laura. Aber ich werde dieses Kind mit ihm großziehen. Mit dir geht's nun mal nicht. Du warum, bist mein Bruder. Warum hast du mir nichts davon erzählt? Ich bin doch der Letzte, der will, dass du unglücklich bist. Wirklich. Wenn du nicht willst, dass ich unglücklich bin, dann verzeih mir. Bitte. Du hast mich angelogen. Du hast mich angelogen, du wolltest mir dieses Kind verheimlichen. Weißt du, was es für mich bedeutet? Hast du eine Ahnung? Ich hätte nicht gedacht, dass du sowas fähig bist. It's a little bit funny. Ich fühle mich so wohl wie noch nie. This feeling inside. Not one girl. Ich auch. Du bereust doch nicht irgendetwas, oder? Robert Saarfeld. Du hast schon öfter dumme Fragen gestellt, aber das ist die dümmste von allen. Das ist doch dein. Ich hätte das etwas romantischer gestalten können. Etwas zu essen, ein paar Kerzen. Also ich finde es wahnsinnig romantisch. Und wer hätte gedacht, dass Arbeiten so viel Spaß machen kann? Arbeit? Ja, wir studieren doch die heimischen Kräuter und im Haus sind immer welche. Ja, natürlich, stimmt. Ich glaube, das solltest du besser nicht in deiner Diplomarbeit erwähnen. Wieso nicht? Vielleicht könnte der Prof ja was lernen. And you can tell everybody, this is your song. Ich glaube, das Gewitter hat aufgehört. Wir sollten uns auf dem Heimweg machen, bevor der Bauer wieder zurückkommt. Ich würde am liebsten für immer hier liegen bleiben. Ich auch. Wonderful life is while you're in the world.
Mhm. Also verlernt hast du es nicht? Dann ist Madame also zufrieden. Mhm. Madame erwägt sogar ein Massageabo zu schließen. Ui. Mhm. So. Was machst du denn jetzt? Wieso hörst du auf? Wieso hörst du jetzt auf? Weil die Zeit um ist. Ach komm, schon 5 Minuten. Bitte. Okay, 1 Minute. Ja. Ja? Und für jede Zugabe stehe ich gerne heute Abend privat zur Verfügung. Ja, genau. Bietest du das den anderen Patientinnen auch an? Nein. Nur kleinen, blonden, süßen Frauen. Ich find's gut, dass du den Job wieder angenommen hast. Ich auch. Und weißt du was? Er macht auch wieder richtig Spaß. Ich bitte dich, das ist ja wohl logisch bei so Patientinnen wie mir, oder? Klienten. Weißt du was? Ich würde es am schönsten finden, wenn du wieder meine Freundin wärst. Das bin ich doch. Nein, ich meine so richtig. Hallo Mike, ich wollte nur wissen, ob dein Plan geklappt hat. Das ist Tanja. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Du wolltest mich also nur hierher locken, ja? Mhm. Und du weißt schon, was passiert, wenn du was hinter meinem Rücken machst. Du musst bestraft werden, hilft nichts. Mindestens 10 Minuten Strafmassage und zwar so. Okay. Ja. Leg dich hin. Mhm. Entspann dich. Ja. Du bist gut, ey. Oh, ich mach 15 draus, 15. Oh. Jetzt ist es passiert. Das wird er mir nie verzeihen. Ich wollte ihm sein Kind verschweigen. Ich wollte doch nur alles richtig machen. Für das Kind und... Was wird Alexander jetzt machen? Und wie soll ich das denn Gregor beibringen? Dass Alexander die Wahrheit weiß. Er hat mir doch nur verziehen, weil ich versprochen habe, zu schweigen. Bestimmt trennt er sich jetzt von mir. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Das ist alles kaputt. Wahrscheinlich habe ich jetzt beide Männer verloren. Ja? Hallo. Du, ich hatte schon ein bisschen früher Schluss und ich wollte fragen, ob du Lust hast zum Spazierengehen. Ach. Was ist denn los? Ist irgendwas passiert? Du hattest recht. Womit? Mit dem Baby. Also mit Lauras Baby. Ich bin der Vater. Wer sagt das? Laura. Das hat sie dir einfach so erzählt? Nein, ich habe sie unter Druck. Also ich habe ihr keine andere Wahl gelassen. Ich habe sie direkt darauf angesprochen, dann konnte sie nicht mehr lügen. Und was willst du jetzt machen? Das Beste wird sein, du machst gar nichts. Sag mal, warum wisst ihr eigentlich immer alle, was für mich das Beste ist? Du und Laura, ihr seid Geschwister. Ihr könnt das Baby nicht offiziell als eures ausgeben. Was soll ich denn machen, hä? Soll ich so tun, als ginge mich dieses Kind nichts an? Genau. Du darfst dich sowieso nicht dazu bekennen. Es gäbe sonst einen Skandal. Das weiß ich selber, aber wie ich damit umgehe, das ist meine Sache. Ja? Ja, ich wollte dir nur meine Meinung sagen. Uns verbindet ja schließlich auch noch was.
Entschuldige. Entschuldige, ich weiß, es laut ist. Ich hätte da noch eine Bitte. Ja? Sag Gregor nicht, dass du es von mir weißt. Ja? Sag mal, sonst hast du keine Sorgen? Oh mein Gott, ich gehe an die frische Luft. Nein, du bist nicht zu schwer. Du bist die süßeste Last, die ich je tragen durfte. Oh, Vorsicht! Ich dachte nur... Nein, du bist nicht so schwer, wirklich. Ich dachte nur, vielleicht bist du etwas geschwächt. Nein, ich fühle mich, als wäre ich gedopt mit einer süßen Droge. Oh, Vorsicht, mein Lieber. Drogen können süchtig machen. Ich bin schon süchtig, abhängig und verloren. Oh, der ist ja echt nass geworden. Ich glaube, darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Für den schönsten Tag meines Lebens. Ist er das? Ja, das ist er. Ich würde jetzt mit keinem Menschen auf dieser Welt tauschen wollen. Ich liebe dich. How wonderful life is while you're in the world. Du hast es ihm gesagt? Ich konnte nicht anders. Er hat mich ganz direkt gefragt. Ich war darauf nicht gefasst. Aber wir hatten eine Vereinbarung. Er hat mich unter Druck gesetzt. Ich konnte nicht weiter lügen. Ich wollte es ihm nicht sagen, aber ich habe mir nicht zu helfen gewusst. Bist du sehr enttäuscht? Ach, Laura, darum geht's doch gar nicht. Aber wir haben es jetzt einfach nicht mehr in der Hand. Die ganze Situation hat sich geändert. Alexander wird sich jetzt sicher ständig einmischen. Ach Mann, warum habe ich nicht einfach Nein gesagt? Mach dir keine Vorwürfe. Ich meine, ich verstehe, dass du mit der Lüge nicht leben konntest. An so einem Punkt war ich in meinem Leben auch schon mal. Du bist dann lieber ins Gefängnis gegangen, als mich weiter zu belügen. Bist du wirklich nicht sauer? Nicht auf dich. Auf Alexander? Ich kann mir schon denken, warum der plötzlich so misstrauisch geworden ist. Glaubst du, Helen hat's ihm gesagt? Wer denn sonst? Was sollen wir jetzt machen? Ich werde sie mir vorknöpfen. Nein, ich meine, was machen wir, wenn Alexander auf seine Vaterschaft besteht? Ich rede mit ihm. Soll ich nicht lieber? Ach, damit er dich wieder unter Druck setzt. Nein, ich werde einfach versuchen, ihm klarzumachen, dass er unsere Entscheidung akzeptieren muss, in unser aller Interesse. Hoffentlich hört er auf dich. Wir beide, Laura, sind die Eltern dieses Kindes. Es wird bei uns aufwachsen. Und es gibt keine andere Lösung. Ich liebe dich und ich liebe dein Kind. Daran hat sich nichts geändert. Wo kommst denn du her? Ich habe mir Sorgen gemacht. Das brauchst du doch nicht. Das weißt du doch. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Na klar. Und wo warst du? Unterwegs. Bei dem Gewitter? Ich habe mich untergestellt. Und wo? An einem Haus im Dorf. In diesem Haus muss irgendwas Besonderes gewesen sein. Du strahlst da. Nein, mir geht's einfach gut. Einfach so. Also ich habe noch nie vom Unterstellen Heu in die Haare gekriegt. Ja, das war auch kein Haus, das war eher eine Scheune. Bist du wahnsinnig? Da hätte doch der Blitz einschlagen können.
Das hat er auch. Jedenfalls bei mir. Verstehe. Und dieser Blitz heißt nicht zufällig Robert. Mama, er ist einfach so süß. Ich bin sehr glücklich. Wir können nicht zusammen sein, weil mein Vater... Mein Vater ist doch dein Vater. Was redest du denn da? Peter ist mein Vater. Nein, nein. Wir sind Geschwister. Ist alles okay? Du bist nur erschrocken. Hast schlecht geträumt. Willst du was trinken? Sie glauben wirklich, dass Ihre Therapie meiner Tochter nicht helfen kann? Ich möchte trotzdem einen Termin bei Ihnen, bitte. Ja, so schnell wie möglich. Wir müssen einfach jede Chance nutzen. Ich weiß. Ja, ich weiß, Herr Professor, Sie nehmen nur Fälle an, die irgendeine Hoffnung auf Heilung versprechen. Aber bitte, bitte nehmen Sie trotzdem meine Tochter in Ihre Klinik auf, ja. Ich wäre auch bereit, mich mit einer großzügigen Spende zu revanchieren. Ja. Ja, genau. Das klingt wunderbar. Ja, danke. Wir sprechen uns morgen. Wiederhören. Tut mir leid, Robert. Ich wollte Robert bitten, die Musik leiser zu machen, aber er braucht das heute. Lass ihn doch. Er und Miriam, die müssen einfach ihr Glück feiern. Du weißt davon? Ja, sie hat es mir erzählt. Und du hast nichts dagegen? Diese Frage erstaunt mich etwas. Wieso? Aber du warst doch bisher nicht besonders gut, auf Robert zu sprechen. Ja, aber in dem Fall ist es doch was anderes. Ich möchte, dass Miriam glücklich ist. Und wenn sie das mit Robert sein kann, bitteschön. Du bist eine wunderbare Frau. Ich weiß. Aber es ist gut, wenn du dich ab und zu daran erinnerst. Weißt du, dass ich dich liebe? Morgen, Krieger. Hast du Alexander erzählt, dass er der Vater von Lauras Baby ist? Nein, wieso? Weil er misstrauisch geworden ist und sie direkt gefragt hat.
Ich habe nichts damit zu tun. Wie kommt er dann so plötzlich drauf? Ich weiß es nicht. Von mir das jedenfalls nicht. Das glaube ich dir nicht. Ehrlich, Gregor. Lüg mich nicht an. Dein Ehrlich, Gregor, kannst du dir sparen, ja? Gib wenigstens einmal zu, wenn du einen Fehler gemacht hast. Ja, ich hab's ihm erzählt. Warum? Es ist mir so rausgerutscht. Bitte sei mir deswegen nicht böse. Und ich hab dir vertraut. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Es tut mir so leid. Ich bin... Aber ich weiß, wie es passieren konnte. Du willst Laura und mich auseinanderbringen, weil du immer noch eifersüchtig bist. Aber ich sag dir eins, das kannst du vergessen. Was willst du jetzt machen? Du glaubst doch nicht, dass ich dir doch mal irgendwas erzähle. Ich hab mich doch eben entschuldigt. Ach, und damit ist das Ganze vergessen, oder was? Weißt du was? Du gehst mir in nächster Zeit besser aus dem Weg. Sonst könnte es sein, dass ich mich für einen ganz kurzen Moment vergesse. Nie im Leben wird er mir das verzeihen. Nie. Ich habe ihm sein Kind vorenthalten. Komm, der ist aber auch gut reden, oder? Der soll dir keine Vorwürfe machen. Der soll sich mal in deine Lage versetzen. Dir blieb doch gar nichts anderes übrig. Ich weiß einfach nicht mehr, was richtig ist, Tanja. Nein. Du darfst dich jetzt nicht einschüchtern lassen. Du hast nämlich genau das gemacht, was du für richtig hältst, ja? Die Frage ist jetzt vielmehr, wie es jetzt weitergeht. Oder wie ich Alexander kenne, wird er nicht locker lassen. Ja, der kämpft um sein Kind. Wenn er nur ein bisschen vernünftig ist, dann wird er überhaupt nichts unternehmen und die Füße stillhalten. Ach, Schatz. Seit wann ist Alexander denn vernünftig, wenn es um dich geht? Du musst doch einsehen, dass ich nur mit Gregor eine Familie für das Kind gründen kann. Er kriegt doch ein Kind mit Helen. Ja, und es ist doch kein Ersatz für dein Kind. Der kommt doch mit der Frau überhaupt gar nicht klar. Du bist seine erste große Liebe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er euer Nachwuchs einfach so ignorieren wird. Ich habe solche Angst, dass meine Beziehung kaputt geht. Jetzt schau mal. Gregor hat sich bis jetzt wirklich großartig verhalten. Der wird doch weiterhin zu dir stehen, glaub mir. Aber wenn Alexander um sein Kind kämpft, dann flippt Gregor aus. Alexander ist ein rotes Tuch für ihn. Soll ich mal mit ihm reden? Ist lieb von dir. Gregor ist schon auf dem Weg zu ihm. Um ihn zu beruhigen. Dass das Richtige ist. Also wenn er es nicht schafft, dann weiß ich wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Okay. Gar nicht drüber nachdenken, beruhig dich jetzt erstmal, okay? Du darfst mich aufregen, das ist nicht gut für dich und nicht gut fürs Kleine. Du lenkst dich jetzt einfach nur ab. Ja, ablenken. Ja, denk zum Beispiel darüber nach, was andere Leute für einen Mist in ihrem Leben bauen. Genau, erzähl mir mal was von dir. Jetzt muss ich wieder herhalten. Sag mal, gibt's Neuigkeiten? Ja. Also ich hatte gestern einen wirklich wunderschönen Abend mit einer gewissen Person. Wirklich? Ach, das ist schön. Weißt du, was das Beste ist? Dass er wieder im Fürstenhof arbeitet. Vielleicht wird ja alles wieder so wie früher. Also Fortschritte macht er auf jeden Fall in die Richtung. Meinst du, ihr kriegt das wieder hin? Wir sind auf dem besten Weg. Und wenn wir das schaffen, dann kriegt ihr das ja wohl auch hin, oder? Ja. Guten Morgen. Ich muss mit dir reden. Ich habe keine Zeit. Bitte. Es ist wichtig. Es geht um Lauras Kind. Sie hat sich entschieden, das Kind mit mir aufzuziehen. Und ich bitte dich, diese Entscheidung zu akzeptieren, Alexander. Ich bin es gewohnt, meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Ist mir schon klar, dass dir das nicht leicht fällt, aber es ist für alle die beste Lösung. Sag mal, wie bescheuert hältst du mich eigentlich? Ich bitte dich. Ihr belügt mich, ihr hintergeht mich und ich soll dazu Ja und Amen sagen? Du hast es gerade nötig, von Belügen und Hintergehen zu reden. Schließlich bin ich hier der Betrogene. Oder glaubst du, es macht mir nichts aus, dass die Frau, die ich heiraten will, mit ihrem Bruder ins Bett geht und ein Kind von ihm bekommt? Ich habe Laura verziehen. Ich liebe sie und ich werde auch ihr Kind lieben wie mein eigenes. Aber ich kann doch nicht einfach so tun, als ginge mich das nichts an. Ich bitte dich ja nicht für mich oder für Laura, aber für das Kind ist es das Beste. Ach so. Ihr wollt mir also sagen, was für mein Kind das Beste ist. Ja, willst du ihm beibringen, dass es ein Inzestkind ist? Willst du, dass es von seinen Klassenkameraden gehänselt wird, weil seine Eltern Geschwister sind? Für Laura ist die Situation alles andere als einfach. Sie hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber sie hat eingesehen, dass ich recht habe. Moment, das war deine Idee.
Laura wollte nicht, du hast sie unter Druck gesetzt. Und du erzählst mir was von Liebe. Ah, ich mach das schon, Frau Sonnenbichler. Eins. Ihre permanent gute Laune, das ist ja wie ein Weltwunder. Gute Laune ist mein zweiter Vorname, Frau Sonnenbichler. Wussten Sie das noch nicht? Nee. Bisher kannte ich nur Ihren ersten. Dann werden Sie jetzt meinen zweiten in Zukunft wohl öfter kennenlernen. Was ist denn? Lassen Sie uns bitte allein. Ja. Ist was mit dem Baby? Mhm. Alexander weiß alles. Und wie hat er reagiert? Kannst du es nicht denken? Ach, der beruhigt sich schon wieder. Wenn er erstmal den ersten Schock verdaut hat. Alexander ist im Grunde genommen ein vernünftiger Mensch. Mhm. Außer wenn es um mich geht. Er wird dir wohl hoffentlich kapieren, dass er in Öffentlichkeit nicht als Vater auftreten kann. Der reagiert hat, der war so wütend und verletzt und du hättest ihn mal sehen müssen. Er kann nichts unternehmen, ohne dass er sich damit ins eigene Fleisch schneidet. Doch. Er kann Gregor und mir das Leben schwer machen. Und was hätte er davon? Laura, er liebt dich. Dass du ein Kind von ihm erwartest, das kann er nicht einfach so verdrängen. Gregor tut mir so leid. Er hat gar nichts gemacht, muss jetzt am meisten leiden. Er weiß, dass Alexander die Wahrheit kennt? Ich darf Gregor nicht verlieren. Ich darf ihn nicht verlieren. Zur Not müssen wir einfach von hier. Nein, du gehst nirgendwo hin. Ich rede mit Alexander. Okay, es wird sich schon irgendwie alles regeln lassen. Mach dir keine Sorgen, ich spreche mit ihm. Ist dir eigentlich klar, dass es kriminell ist, mit seiner Schwester ein Kind zu zeugen? Willst du vielleicht ins Gefängnis? Och. Da kannst du dem Kind bestimmt ein toller Vater sein. Im Gefängnis kennst du dich doch aus, oder? Wer hat denn von uns beiden gesessen? Ja, toll. Und ich hab gedacht, mit dir kann man vernünftig reden. Du, kann man. Wir können vernünftig reden. Kein Problem. Lass uns drüber reden, wer deine Kaution bezahlt hat. Wer hat dich denn aus dem Knast geholt? Hä? Ach komm, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Hier geht's einzig und allein um die Zukunft eines unschuldigen Kindes. Ja, meines Kindes. Ja, siehst du, ganz genau das meine ich. Du denkst nur an dich, an dein Ego. Und keine Sekunde daran, was es für das Kind bedeutet, dass sein Vater gleichzeitig sein Onkel ist. Ich lass mir von dir nicht sagen, was ich tun soll. Nein. Das Kind ist das Ergebnis einer verbotenen Beziehung. Wenn es das irgendwann rausbekommt, dann wird es für den Rest seines Lebens unter diesem Makel leiden. Hey, Mann, wenn du nur einen Funken Verstand besitzt, dann wirst du ihm das ersparen. Ich habe keine Lust, das mit dir zu diskutieren, wirklich nicht. Und Laura würde auch ein Leben lang runterleiden. Komm, geh! Hau ab! Denk dran, für das, was du getan hast, kannst du im Gefängnis landen. Mir ein Espresso, bitte. Mit einem Schuss Milch. Kann ich dich sprechen? Was gibt's? Es geht um Miriam. Wenn du sie mir ausreden willst, dann vergiss es. Es geht um ihre Gesundheit. Wieso, gibt es ein Problem? Nein. Zurzeit ist ein Spezialist für Neurologie aus den USA in Hamburg. Und dieser Mann, der hat sensationelle Therapieerfolge erzielt, in ganz ähnlichen Fällen wie bei Miriam. Es war schwer, einen Termin zu bekommen, aber ich habe es geschafft. Und? Tja, das Problem ist, dass ich Miriam noch nichts von diesem Termin gesagt habe. Warum nicht? Ich wollte erst mal warten, ob es klappt und auch keine falschen Hoffnungen wecken. Sagst du es ihr eben jetzt? Wo ist das Problem? Ich habe Sorge, dass sie es ablehnt, überhaupt nach Hamburg zu fahren. Warum sollte sie, wenn sie durch diesen Spezialisten wieder laufen lernen kann? Robert, sie ist frisch verliebt in dich. Und wie ich sie kenne, wird sie da nicht von dir weg wollen. Ja, aber es wäre doch nur für eine Untersuchung. Ja, und möglicherweise eine Therapie in Hamburg. Verstehe. Robert, ich weiß, du kannst mich leider nicht mehr leiden, aber in dem Fall geht es um Miriam und nicht um uns. Vielleicht schaffst du es ja, das auseinanderzuhalten.
Worauf willst du hinaus? Ich möchte dich bitten, dass du ihr zurätst, diesen Termin in Hamburg wahrzunehmen. Ich? Ja. Es war immer ihr größter Wunsch, wieder laufen zu können. Okay. Okay, von mir aus. Ich rede mit dir. Danke. Für mich einen Termin in Hamburg vereinbart? Ja. Und ich kann dir sagen, das war gar nicht so leicht. Dieser Professor, das ist eine Koryphäe unter den Neurologen. Neurologe? Du weißt doch, dass meine Lähmung traumatisch bedingt ist. Da bringt ein Neurologe gar nichts. Wir haben doch schon so viele ausprobiert. Der hier, der folgt einem völlig neuen Therapieansatz. Der beeinflusst in erster Linie die sensomotorischen Basisfunktionen. Oh, ich hab keinen Bock auf ewiges Funktionstraining. Aber das macht er doch auch gar nicht. Soweit ich das verstanden habe, versucht er durch Elektrostimulation die ursprünglichen Bewegungsmuster wieder zu reaktivieren. Und angeblich hat er damit sensationelle Erfolge erzielt. Mhm. Und wie lange dauert so eine Therapie? Keine Ahnung, ein paar Wochen vielleicht. Dann kannst du den Termin gleich absagen. So lange möchte ich vom Fürstenhof nicht weg. Wegen Robert. Der ist auch dafür. Ich habe ihm davon erzählt und er ist total begeistert. Robert, will es, ich weggehe? Nein. Er will, dass du jede Chance auf Heilung wahrnimmst. Aber wir werden total lange getrennt und das ist jetzt gerade alles so frisch. Liebling, ihr habt noch so viel Zeit. Was sind da ein paar Wochen? Und außerdem, ehrlich gesagt, finde ich, es spricht für Robert, dass er sich um deine Gesundheit kümmert. Er möchte auch, dass du glücklich bist und vor allem, dass du wieder laufen kannst. Ich bin nicht in der Verfassung für Geschäftliches, wirklich nicht. Kannst du wieder gehen? Ich will mit dir über Laura reden. Gerade darüber will ich nicht reden im Moment, bitte. Ich weiß alles. Laura hat es mir gerade erzählt. Ach so, klar. Jetzt hat sie dich gebeten, mir ins Gewissen zu reden. Hm? Als ob es nicht schon genug wäre, dass sie mir Gregor auf den Hals schickt. Sie hat mich nicht darum gebeten, ich bin aus freiem Entschluss hier. Weil ich glaube, dass sie ziemlich verzweifelt ist. Ja? Frag mich mal, wie es mir geht. Laura will, dass ich auf mein Kind verzichte. Alexander, ich glaube, ich kann ganz gut verstehen, wie du dich fühlst. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich war noch nie so glücklich zuvor in meinem Leben. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt endlich weiß, was Liebe ist. Und es hat so endlich geklappt zwischen dir und Miriam. Hey, ich... Nein, ist schon in Ordnung, wirklich. Hey, ich freue mich für euch. Echt. Weißt du, den Gedanken, sie zu verlieren, das wäre für mich unerträglich. Deswegen glaube ich zu wissen, wie du dich fühlst. Alexander, du liebst Laura immer noch, oder? Ja. Ja. Du willst doch auch, dass sie glücklich wird. Ja, natürlich will ich das. Dann akzeptiere ihre Entscheidung. Es würde mir leichter fallen, das zu akzeptieren, wenn sie mit mir reden würde. Wenn sie mir das sofort gesagt hätte mit dem Kind. Du darfst jetzt nicht den Fehler machen, aus gekränkter Eitelkeit heraus auf stur zu schalten. Das ist doch keine gekränkte Eitelkeit, wirklich nicht. Was mich kränkt, ist, dass ich Laura egal bin. Ja, sie hätte mir doch gesagt, was... Das ist Unsinn, das weißt du. Du bist ihr nicht egal. Ganz im Gegenteil. Bitteschön. Bitteschön. Ich denke, ich dann um 22 Uhr den Dr. Schlotterbeck zum Bahnhof zu fahren, ja? Wir machen uns den Knopf da oben zu. Marie? Und? Viel zu tun? Es geht. Und du? Wie immer. Sag einmal, die Überraschung mit der Tanja gestern, ist sie gelungen? Und wie? Sie und Mike haben sich wieder versöhnt. Und mir hat sie auch verziehen. Das freut mich für dich. Ach, Papa, wenn ich dich nicht hätte.
Was hast du? Nix. Ich freue mich nur, wenn ich was für mein Kind tun kann. Ist alles in Ordnung mit dir? Selbstverständlich. Eigentlich bist du komisch. Nein. Mir ist nur gerade bewusst geworden, was ich für ein Glückspilz bin, dass ich dich hab. Ich bin auch froh, dass du mein Papa bist. Einen besseren gibt es nämlich nicht. So, und jetzt ist Schluss mit den Komplimenten. Ab an die Arbeit. Sehen wir uns heute in der Mittagspause. Sei mir nicht böse, aber die verbringe ich lieber mit Tanja, falls sie noch nichts vorhat. Ja, das kann ich verstehen. Ihr habt einiges nachzuholen, oder? Allerdings. Weißt du, Frauengespräche. Ja. Allein der Gedanke, dass dieses Kind nie Papa zu mir sagen wird. Wichtig ist die Zukunft des Kindes. Sei froh, dass Gregor die Vaterschaft anerkannt hat. Dem Kind wird es bei den beiden gut gehen. Ja, weil es sein Leben lang belogen wird. Lieber glücklich angelogen, als unglücklich aufgeklärt. Alexander, Laura und Gregor werden dem Kind eine gute Familie sein. Aber ich hätte das Gefühl, dass ich mich von meiner Verantwortung zurück. Nein, du zeigst Verantwortung, indem du nicht auf diese Vaterschaft pochst. Überleg dir mal, was für Konsequenzen das hat, wenn du dich als Vater outest. Das weiß ich. Ja. Wer mit einem leiblichen Verwandten aufsteigender Linie den Beischlaf vollzieht, wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren oder einer Geldstrafe belegt. Ein Grund mehr, Lauras Entscheidung zu akzeptieren. Robert, dieses Kind ist mein Fleisch und Blut. Du hast ein Kind, um das du dich kümmern kannst. Mit Helen. Ja, aber Helen ist mir nicht so nah wie Laura. Was wären denn die Konsequenzen? Überlegen wir uns das doch mal, wenn das Kind nicht belogen werden soll. Was wären denn das? Soll das Kind dann sagen, wenn es gefragt wird auf dem Spielplatz von seinen Freunden, wer der Typ denn sei, soll es dann sagen, das ist mein Vater und mein Onkel? Ich komme mir vor, als müsste ich mich entscheiden, ob man mir mein rechtes oder mein linkes Bein abschneidet. Du hast mit Laura eine große Liebe erlebt. Das passiert nicht jedem. Sei dankbar. Wir riskieren, dass Laura den Fürstenhof verlässt, wenn du weiter auf stur schaltest. Und das willst du doch nicht, Alexander. Bitte sag mir, dass du das nicht willst. Max. Frau von Heidenberg. Haben Sie Robert gesehen? Ist er nicht in der Küche? Nein. Dann weiß ich es nicht. Danke. Robert! Wie fühlst du dich? Sehr gut. Ich habe von einem Riesenberg Heu geträumt und obendrauf lagst du. Auf jeden Fall wollte ich heute Morgen zu dir rüberkommen und dich wachküssen, aber hier ist heute die Hölle los. Das ist echt schade. Ich wollte eigentlich mit dir spazieren gehen. Wohin wolltest du denn mit mir spazieren gehen? Das ist jetzt egal. Ich habe keine Zeit mehr. Meine Mutter hat dir doch von der Therapie erzählt. Und dass du demnächst nach Hamburg musst? Wenn ich das tue, dann muss ich heute schon los. Heute? Und ich muss wahrscheinlich mehrere Wochen da bleiben. Das sind schon ein paar Wochen, wenn man das ganze Leben vor sich hat. Ich will aber nicht so lange von dir getrennt sein. Das will ich auch nicht. Aber für deine Gesundheit müssen wir eben in den sauren Apfel beißen. Was hast du? Nichts. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich das will, oder? Du glaubst doch nicht etwa, dass ich will, dass du eine Therapie machst, weil ich ein Problem mit diesem Ding hier habe. Miriam, ich liebe dich. Und wenn du dein ganzes Leben lang nicht aus diesem Ding hier rauskommen solltest, ist mir das egal, weil ich dich trotzdem lieben werde.
mit Alexander geredet. Und? Ich bin relativ zuversichtlich, dass er sich mit der Rolle des Onkels begnügen wird. Ehrlich? Gut, danke. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Du bist toll. Du bist ein toller Bruder. Kann ich das schriftlich haben? Ja. Ich wollte mich nochmal bei dir entschuldigen. Was? Ich hoffe, dass du nicht mehr böse auf mich bist. Ach, bitteschön. Danke. Schau, das ist gerade unser Tisch, den wir reserviert. Du denkst jetzt sicher an Lauras Kind, stimmt's? Auch, ja. Ich hätte einfach meinen Mund halten sollen. Aber vielleicht kann ich es irgendwie wieder gut machen. Ist es schon in Ordnung, wirklich. Ich bin ganz froh, dass ich jetzt die Wahrheit weiß. Aber dir geht's nicht gut und es ist meine Schuld. Es ist gut, wirklich. Es ist, wie es ist. Aber ich hätte dich vor dem Schock bewahren müssen. Es ist doch fürchterlich. Ein Kind von der eigenen Schwester. Helen, ich will einfach nicht drüber reden jetzt. Ja? Ich wollte ja bloß sagen, dass du keine Schuldgefühle haben brauchst. Du kannst doch nichts dafür. Also wenn du und Laura, wenn ihr gewusst hättet, dass ihr Halbgeschwister seid, dann hättet ihr euch doch nie ineinander verliebt. Halbgeschwister, ja. Das werden Lauras und dein Kind auch sein. Und du glaubst wirklich, dass Alexander uns keine Schwierigkeiten mehr macht dadurch? Ich glaube nicht, nee. Wenn es jemand schafft, Alexander zu überzeugen, dann ist das Robert. Trotzdem solltest du noch mal mit Alexander reden. Damit wir ganz sicher sind. Ja, und damit wir endlich zur Ruhe kommen. Ja, komm, setz dich mal. Die ganze Aufregung hätte ich dir und dem Baby so gerne erspart. Oh Mann, ich könnte mir jetzt noch in den Hintern beißen, dass ich es ihr gesagt habe. Ich frage mich sowieso, wieso sie es ihm erzählt hat. Was hat sie denn davon? Keine Ahnung. Vielleicht erhoffte sich ja, uns so auseinanderbringen zu können. Glaube ich nicht. Ist ihr sicher nur so rausgerutscht. Ach, ohne Absicht. Gregor, sei nicht so naiv. Ist doch noch nicht so lange her, dass sie dich unbedingt wollte. Hey, Helen ist ein Mensch, den ich nie ganz verstehen werde. Und wahrscheinlich versteht sie sich selber nicht. Komm, ist doch egal. Hauptsache wir zwei sind zusammen. Find's trotzdem komisch. Ach komm, vergiss es einfach. Dass sie ihren Mund nicht halten konnte, hat ja auch was Positives. Hm, was denn? Wir brauchen Alexander nicht mehr anzulügen und können das Baby trotzdem zusammen großziehen. Stimmt. Ich freue mich so drauf. Wie soll ich es nur so lange ohne dich aushalten? Nun übertreib mal nicht. Bring sie doch nur zum Flughafen. Ich wünsche mir so sehr, dass die Therapie Miriam was bringt. Ja, das wünsche ich ihr auch, wirklich. Ist vielleicht ihre letzte Chance, wieder laufen zu können. Würde mich sehr glücklich machen. Ich habe noch was für dich. Glockenblumen. Sind wunderschön. Weißt du auch, was die bedeuten? Nein. Dass unser beide Herzen im gleichen Takt schlagen. Ich höre meins ganz laut. Meinst du, da springt was vor Glück? Ich würde am liebsten bei dir bleiben. Das will ich auch gerne. Hast du alles? Ja. Handy? Ja. Akku? Ja. Wir müssen. Ja. Pass gut auf den Bauch, ja? Und du auch. Ciao. Tja, Robert, sieht so aus, als wären wir jetzt beide Strohwitwer. Ach, du hast gut reden. Du leidest für ein paar Stunden, ich leide für ein paar Wochen. Ach, weißt du, mein Sohn, in der Liebe sind manchmal Minuten wie Jahre. Mir kommen gleich die Tränen. Komm, trinken wir einen gegen den Abschiedsschmerz. Ja. Komm.
was Falsches gesagt? Nein, nein. Warum bist du dann auf einmal so weg? Ja, bitte. Darf ich kurz? Ja, klar. Was gibt's? Ich wollte noch mal Entschuldigung sagen, weil ich dich so lange belogen habe. Das tut mir sehr leid. Gut. Gut. Ja. Weiß nicht, hast du dir schon überlegt, wie es jetzt weitergehen soll? Ja. Ja, ich will meinen Kindern das ersparen, was wir durchgemacht haben. Was meinst du denn damit? Stell dir vor, dein Kind und das von Helen werden vielleicht ein Junge und ein Mädchen. Und irgendwann mal verlieben sich die beiden vielleicht ineinander. Entschuldigung, das ist doch schon ziemlich unwahrscheinlich. Ja, aber sie wären in derselben Situation wie wir. Sie wären Geschwister, die sich nicht lieben dürfen. Und das will ich nicht so lassen. Ja, und was heißt das jetzt? Unser Kind, Laura, soll von Anfang an wissen, wer sein leiblicher Vater ist. Es gibt da noch ein Kind. Noch ein Kind? Wir haben keinen Einfluss darauf, was Alexander tut. Eine Lösung gäbe es noch. Wir packen unsere Sachen und gehen weg vom Fürstenhof. Dann sind wir raus aus diesem ganzen Schlamassel. Ich hätte nicht geglaubt, dass die zwei sich noch so nah sind. Jetzt kriegen die ein gemeinsames Kind. Er muss jetzt wissen, dass du sein Vater bist. Hört doch beide mal auf. Ich kann nicht mehr. Es steht mir bis hier. Nein! Ständig soll ich mich für einen von euch beiden entscheiden. Ihr habt doch beide recht. Ich stehe irgendwo dazwischen. Ich weiß nicht, was ich machen soll.